Die letzte Möglichkeit, die man dann hat, ist über Dativ-Zahlungsverkehr zu bezahlen. Und das ist ein Programm, das gehört zu Dativ-Rechnungswesen dazu. Es funktioniert dann auch wieder so, dass die Rechnung mit Zahldaten, also Zahlungsbedingungen und IBAN, wird in Kenntnis vorerfasst. Und beim Export über den Buchungsdatenservice, jetzt nicht der Rechnungsdatenservice, werden Rechnungen und Stammdaten nach Dativ-Rechnungswesen exportiert. PDFs werden weiterhin in Dativ-Unternehmen online abgelegt. Und die Zahlungen können dann aus Dativ-Rechnungswesen heraus erzeugt werden. Und die Überweisung wird dann tatsächlich technisch über den Dativ-Zahlungsverkehr abgewickelt. Da kann man eben seine Bank dann auch wieder verknüpfen mit PSD2 oder eBIX. Und Auslandsüberweisungen sind hier eben auch möglich. Die Felder planen wir eben in Kenntnis noch hinzuzufügen. Das geht aktuell noch nicht. Und der Dativ-Zahlungsverkehr ist eigentlich immer dann gut, wenn man eben alles in Dativ-Rechnungswesen macht. Man ist eben meinetwegen Selbstbucher intern, man hat keinen Steuerberater, man hat ein Finance-Team, das arbeitet direkt in Dativ-Rechnungswesen. Dativ-Unternehmen online, da wird eigentlich gar nichts gemacht. Und dann macht es eben Sinn, die Zahlung dann einfach aus Dativ-Rechnungswesen bzw. Dativ-Zahlungsverkehr einfach mitzumachen. Und wenn man auch halt dann so viele Sammelüberweisungen zum Beispiel hat, dass man auch Saldenbestätigungen oder Zahlungserwiese generieren möchte, das hat man dann, das kann man eben machen über Dativ-Zahlungsverkehr. Das geht über Bank online nicht. Dafür ist das halt zu simpel. Einschränkungen sind an der Stelle eben, dass Dativ-Unternehmen online komplett übersprungen wird. Da werden wirklich nur noch die Belege abgelegt, die PDFs. Und es geht zwar auch, wenn man die Export über den Rechnungsdatenservice 1.0 macht, da kommt dann allerdings die IBAN nicht mit beim Export. Das muss dann händisch nacherfasst werden. Ne, das geht aber so ein bisschen umständlich. Gut, so, dann schauen wir uns das Ganze einmal an. In den Einstellungen würde das dann eben anders aussehen, da man dann hier statt dem Rechnungsdatenservice eben den Buchungsdatenservice im Einsatz hat, optimalerweise. Das heißt, hier sagt man dann Dativ-Rechnungswesen. So, jetzt muss ich mich einmal authentifizieren. Und der Unterschied zwischen dem Rechnungsdatenservice 1.0 und dem Buchungsdatenservice ist wirklich der, dass beim Buchungsdatenservice wird eben davon ausgegangen, man macht nichts in Unternehmen online und deswegen würde man auch keine Zahlung bei Bank online machen oder so, sondern man macht alles in Dativ-Rechnungswesen. So, die Musterholz GmbH wieder. Genau, solltet ihr den Buchungsdatenservice nicht nutzen, die Zahlung über den Dativ-Zahlungsverkehr sieht natürlich ja, genauso aus, nur der Weg, wie quasi die Belege abgeholt werden und übertragen werden, ist ein bisschen anderer. Genau. So, also jetzt mache ich mal einen Export zu Dativ-Rechnungswesen. Man sieht eben jetzt hier schon, dass im Moment des Exportes werden eben drei Dinge exportiert: ein Buchungsstapel mit Rechnung, 52 Geschäftspartner und 7 Zahlungsbedingungen. Das heißt, die ganzen Voraussetzungen, die man dann braucht in Dativ-Rechnungswesen, um dort dann auch ordentlich zahlen zu können, die werden eben mit dem Buchungsdatenservice jetzt hier alle zusammen exportiert. So, und so, das ging jetzt schnell. Also, gut, ich bin jetzt in Dativ-Rechnungswesen. Nochmal kurz zum Verständnis, weil ich auch weiß, dass das nicht alle wissen. Diese Funktionsweise, die ich gerade in Unternehmen online gezeigt hatte, die Trennung zwischen Belegen und Zahlungsverkehr, die zieht sich jetzt hier eigentlich auch so weiter. In Unternehmen online hat man eben Belege online, da werden die Belege verwaltet und die Zahlungsvorschlagslisten generiert und die kann man dann übergeben an Bank online und in Bank online hat man dann die Bank verknüpft und Bank online führt dann technisch die Überweisung aus. Und genauso ist es hier in der On-Premise-Welt im Grunde auch. Man hat Dativ-Rechnungswesen, da werden eben die Belege und die Buchungen verwaltet und dann hat man hier parallel den Dativ-Zahlungsverkehr, über den dann halt die Sachen technisch überwiesen werden. So, das heißt, ich mache jetzt mal Dativ-Rechnungswesen auf und die Importe laufen dann hier über Mandant ergänzen. Belegstapel holen. Jetzt machen wir den Import von diesen drei Dateien: Rechnung, Stammdaten und Zahlungsbedingungen. Das dauert jetzt hier kurz einen Augenblick, bis er das abruft. Der DFÜ-Sammler ist hier am Arbeiten. Wir können die Stammdaten kurz schon mal angucken. Man sieht eben jetzt hier, dass in Dativ-Rechnungswesen halt gewisse Kreditoren-Stammdaten eben gepflegt sind. Und damit man aus Dativ-Rechnungswesen Wesen dann eben gleich Überweisungen machen kann, braucht man auf jeden Fall beim Zahlungsvorschlag das Feld Zahlungsträger. Denn über dieses Feld steuert man, ob eine Rechnung eben überwiesen werden soll mit einer Rechnung oder mit mehreren Rechnungen. Sprich, das ist der Punkt, wenn Rechnungen eben gerafft werden sollen oder wenn zum Beispiel keine Überweisungen erstellt werden sollen. Und dieses Feld muss dann eben hier gepflegt werden. Wenn man das in Dativ-Rechnungswesen gepflegt hat, man kann das dann auch importieren über den Geschäftspartner-Import, sodass man diese Sachen dann übernehmen kann. Wenn man zum Beispiel jetzt
zum Buchungsdatenservice wechseln möchte, wenn man vorher über den Rechnungsdatenservice exportiert hat. Und man kann eben dann hier auch eine Bank hinterlegen und man kann dann auch eine Zahlungsbedingung hier auch hinterlegen, zum Beispiel 30 Tage netto. So, wir haben jetzt der Export, der sollte jetzt fertig sein. Wir gucken mal rein in die Stapelverarbeitung. Jetzt sieht man eben hier die Rechnungen. So, die eine August-Rechnung. So, genau, gibt es jetzt einen Fehler wegen der Kontenlänge, soll uns aber nicht stören. Und wenn man dann hier in der linken Seitenleiste unter dem Punkt Kreditoren hat man den Punkt Zahlungen. Hier kann man dann reingehen. Man sieht jetzt hier, hier gibt es jetzt aktuell noch gar keine Zahlung. Und jetzt kann man hier den Zahltermin erstmal auswählen. Das ist im Grunde die Fälligkeit, sodass man eben sagen kann, so, okay, wir wollen heute bezahlen und oder auch morgen. Man könnte hier auch eine andere Bereichsauswahl treffen, über welche Kriterien man eben die Zahlung eingrenzen möchte. Man könnte auch eine Einzelauswahl von gewissen Rechnungen hier treffen. Und wenn man dann eben bestätigt, dann holt einem Dativ-Rechnungswesen eben alles rein, was heute überwiesen werden soll. Und in dem Fall wäre das zum Beispiel eine Rechnung vom Holzfachmarkt Zimmertest, 43.000 Euro, die jetzt eben hier heute oder morgen fällig ist. Und hier unten gibt es dann den Punkt an Zahlungsverkehr übergeben. So, jetzt kann man hier auswählen, von welcher Bankverbindung das eben überwiesen werden soll. Ach, das Datum. So. Ach, Moment. Ach so. So. Hoch. Genau. Die Logik ist hier an der Stelle nämlich so, dass Dativ-Rechnungswesen jetzt beim Export der Rechnungen an Dativ-Zahlungsverkehr wird jetzt über ein Verrechnungskonto die Zahlung schon gegen das OPOS-Konto gebucht, damit eben jetzt in dem Moment des Exportes der Übergabe an Dativ-Zahlungsverkehr, damit die Rechnungen dann nicht mehr offen auf der OPOS-Liste stehen und gegebenenfalls halt nochmal überwiesen werden, wird jetzt eben hier schon die Ausgleichsbuchung an der Stelle übergeben auf so ein Verrechnungskonto. Und in dem Moment, in dem dann tatsächlich dann die Rechnung über Bankkontoumsätze abholen übernommen wird, würde man die Zahlung dann gar nicht mehr gegen das OPOS-Konto buchen, sondern die Zahlung wird dann im Grunde gegen das Verrechnungskonto gebucht. Und dieser Ausgleich erfolgt aber auch automatisch, weil das ja alles über Dativ-Rechnungswesen passiert ist. Dativ-Rechnungswesen weiß also, welche Bankkontoumsätze über dieses Verrechnungskonto gebucht werden müssen. So, und dann hier in Dativ-Zahlungsverkehr. So, Moment. Sollte man jetzt eigentlich, ach ja, genau. Hier sieht man jetzt eben die eine Rechnung, die gerade aus Kanzlerrechnungswesen übergeben wurde. Und jetzt könnte man eben sagen, dass man die an der Stelle halt hier an die Bank senden möchte. Mit elektronischer Unterschrift, HBC, PIN/TAN und so weiter, wie auch immer man das dann halt verwendet. Und dann wird die Überweisung ausgeführt. Und parallel könnte man jetzt hier auch dann noch so Sachen wie Zahlungserwiese und so weiter mit exportieren, die man an der Stelle dann zum Beispiel an den Lieferanten schicken kann, wenn das jetzt zum Beispiel Sammelüberweisungen von so vielen Rechnungen sind, die eben, dass das aus dem Verwendungszweck nicht mehr hervorgeht. Das kann man hier dann alles über Dativ-Rechnungswesen mit erledigen.